Guten Abend zusammen und herzlich willkommen beim Heldendonnerstag, alle. Ich begrüße euch. Ich sehe ganz, ganz viele neue Namen in der Liste und wie immer ganz viele treue Seelen, die häufiger dabei sind, wie Frank, wie Hans-Peter und wie Jutta, wie Martina und so weiter. Ich grüße euch alle ganz herzlich. Wir gucken uns den nächsten Slide an. Es geht um eure Fähigkeit, mich zu hören. Mal gucken, ob ich hier. Nee, erstmal ist dieser Slide dran. Und zwar das Thema des heutigen Abends, wie ihr alles sicher wisst, sonst wärt ihr nicht da, ist Webtexte, die Sie in den Suchmaschinen nach oben bringen. Kleine Tipps für ein hohes Ranking. Und wir haben das süße Bild She Follows Me, She Follows Me Not von pinksheep.com. Und ich wollte genau mit euch direkt einen Tontest machen. Deswegen richtet eure Aufmerksamkeit für diejenigen, die neu sind, zu dem sogenannten Panel, den GoToWebinar Panel. Müsste eigentlich auf eurer rechten Seite sein und es ist die sogenannte Questions Box. Dort schreibt ihr rein, wenn ihr mich hören könntet, sodass ich wirklich mit gutem Gewissen weiterreden kann. Und Heike schreibt es auch in der Chatbox, damit alle das sehen. So, hallo Simone, grüß dich. Wir sind übrigens alle per Du beim Heldendonnerstag. Die Beatrice ist da. Grüß dich, Beatrice. Hab dich gerade dazu nicht kommen sehen? Hans-Peter, hallo, schön dich auch zu hören. Guten Abend. Hi Martina, ja, schreibt sie. Markus, grüß dich. Okay, der Sound scheint gut zu funktionieren, wie ich sehe. Da poppen immer mehr auf. Renate, ja, grüß dich. Sehr gut. Dann habe ich ein gutes Gefühl, dass das klappt. Im Laufe des Abends, falls ihr Probleme haben solltet mit eurer Technik, mit Ton, mit Bild, ihr werdet rausgeschmissen, was auch immer, es gibt zwei Möglichkeiten, wie ihr euch melden könntet. Einerseits weiterhin über die Questions Box und unsere Tech-Guy Heiko, mein Mann, wird euch dabei gern unterstützen. Und falls ihr tatsächlich aus irgendeinem Grund rausgeschmissen werden solltet, einfach eine E-Mail an support@herocoaches.com. Das ist selten so, aber man weiß es ja nie mit diesen Techniken. Okay, wir gehen weiter zu den Housekeeping-Tipps, und zwar Tipps für eine optimale Web-Erfahrung. Also ich empfehle immer, dass man seine E-Mail-Programme ausschaltet, alleine der Aufmerksamkeit halber. Ich kann sehen, wer aufmerksam ist bei uns hier. Im GoToWebinar habe ich diese Fähigkeit. Also wenn ihr das Gefühl habt, ihr wollt irgendwo klicken auf einen anderen Bildschirm, ich sehe es ja, also Vorsicht, ich schaue. Und auch für eine gute Erfahrung, die Bandbreitenschlucker ausmachen. Das sind alles an Webseiten, Videos und andere Dinge, die euer Webinar-Erfahrung beeinträchtigen könnten, weil sie zum Rückeln und Zücken irgendwie führen könnten. Falls du heute Abend mit WLAN also gebunden bist, also mit Wireless LAN, falls es Probleme geben sollte, einfach mal das Internetcover rein tun, dann sollte die Probleme behoben werden. Wenn das nicht klappt, dann gibt es der Bereich in eurem GoToWebinar-Panel, es heißt Audio. Das seht ihr auf der rechten Seite. Und zwar könntet ihr die Option Telefon klicken und ihr bekommt dann eine deutsche Telefonnummer, wo ihr auch per Telefon anrufen könntet. Man müsste aber dafür im Browser trotzdem bleiben, also online angebunden werden. So, für diejenigen, die neu sind, es läuft immer eine Aufnahme. Diese Webinare werden aufgezeichnet und wenn du dich heute Abend zum Wort meldest über die ja, Tonmöglichkeit, also dass ich euch eben von stumm auf laut stelle, dann gebt ihr euer Einverständnis, dass euer Frage oder Kommentar auch mit aufgenommen werden darf und an andere gezeigt werden. Also nur, dass es für euch bewusst ist. So, für die Fortgeschrittenen von euch, die gerne und viel im Twitter unterwegs sind, der heutige Hashtag für das Webinar ist HEDO8. HEDO8, das ist mit Hashtag HEDO8 und dort könntet ihr euer Followers über die Ereignisse im Webinar auf dem Laufenden halten. So, jetzt gehen wir über zu dem eigentlichen Highlight des heutigen Abends, nämlich die Frau, die ihr dort am Bildschirm sieht.
Und wie ihr wisst, geht es hier beim Helden Donnerstag um das Thema Coaching und Training im digitalen Zeitalter. Nicht nur, aber überwiegend. Und einer der Schwerpunkte, mit dem wir uns beschäftigen, immer wieder mal, sind die Themen Online-Marketing und Social-Media-Strategien für Coaches, für Trainer und Berater. Als Einzelunternehmer in der heutigen Zeit kommst du kaum um diese Themen herum und es ist wichtig zu wissen, wie man potenzielle Klienten, Seminarteilnehmer und Kunden online findet, anspricht und diese natürlich anzieht. Ja, so es geht auch um Akquise teilweise mit den neuen Medien. Und innerhalb von diesem größeren Feld von Online-Marketing und Social Media gibt es ein Unterthema, das wir besser verstehen wollen. Und das ist Suchmaschinenoptimierung. Oder einfacher gesagt, wie du mit deiner Website oder Blog etc. im Ranking der Suchmaschinen weiter nach oben kommst. Und ich glaube, ich spreche für uns alle, wenn ich sage, wir wollen ganz oben erscheinen, richtig? Also gerade wenn es bei unserer liebsten Zielgruppen geht, die nach Lösungen für ihre Probleme und Herausforderungen suchen. Also, wenn du über eine eigene Website, einen Blog oder ein Online-Profil verfügst und wenn du mehr einzelne und wiederkehrende Besucher haben möchtest, dann genau hinhören heute Abend. Denn das Webinar ist speziell für deine Ohren bestimmt. Heute Abend begrüßen wir einen besonderen Gast aus Wien, mein zweiter Heimat. Und sie ist eine sehr erfahrene Pressesprecherin und Kommunikationsspezialistin sowie die Expertin für Texte im Web, Elisabeth Ornauer. Elisabeth ist außerdem die Gründerin und die Geschäftsführerin einer bezaubernden Werbe-, PR- und Textagentur mit dem Namen Zauberwort. Zauberworts Motto lautet: Worte bewegen Menschen. Und Elisabeth hat sich in ihrer Agentur spezialisiert auf das Verfassen von Texten, die für das Web und für Suchmaschinen optimiert sind, auf Social Media Consulting, auf Text Coaching und PR. Also ich freue mich sehr, das gute Wort jetzt für die nächsten 45 Minuten circa an Elisabeth zu übergeben. Und nachher wird es wie immer die Möglichkeit geben, Questions and Answers, also Fragen und Antworten zu bekommen in den letzten circa 10 Minuten des Webinars, sodass ihr mit Elisabeth näher in Kontakt treten könntet. So, ich schalte jetzt mal die Elisabeth auf laut. Elisabeth, kannst du mich hören? Ja, hallo Celia. Hallo, grüß dich. Du, ich change jetzt den Presenter, sodass du die Kontrolle dann bekommst. Okay, soll ich schon loslegen? Ja, es kommt gleich zu dir. Und du weißt ja eh, wenn du was brauchst, dann melde dich. Und wenn ich selber merke, irgendwas ist, dann melde ich mich bei dir. Gell? Super, danke. Gerne. Ein herzliches Hallo auch von meiner Seite. Tausend Dank an Celia für erstens die liebe Einladung zum Helden Donnerstag und zweitens auch für diese ganz zauberhafte Einführung. Ich habe auch gesehen, dass bei den Teilnehmern heute viele bekannte Namen dabei sind. Ein herzliches Hallo an euch alle, wo auch immer ihr zu Hause seid. Wir schauen uns heute an Webtexte, die euch in den Suchmaschinen nach vorne oder nach oben bringen. Das heißt, ich gebe euch eine kleine Toolbox mit an Tipps, wie ihr ein hohes Ranking erzielen könnt. Ich habe jetzt noch einmal zusammengefasst. Die Fragen, ich muss nur kurz schauen, ja. Worum es heute geht: Wir wollen gefunden werden in den Weiten des Internets. Wir wollen mit wenigen Mitteln viel aus unserer Website machen. Wir schauen uns heute auch ein bisschen an, worauf Suchmaschinen Wert legen, was Suchmaschinen mögen, was potenzielle Klienten von uns anspricht und um was für eine Art von Text es überhaupt geht, wie wir Bilder einsetzen und wie aus Lesern letztendlich Stammleser werden und das, was wir alle wollen, daraus dann auch eben zahlende Klienten oder Kunden. Worte bewegen Menschen, Worte bewegen Kunden. Kunden sind Menschen. Sigmund Freud hat schon gesagt, Worte waren einst Zauber. Ich sage, sie sind es immer noch. Und wir schauen uns einmal an, ja klar, wir wollen auf unserer Website möglichst viel Traffic haben. Möglichst auch so dicht, wie wir es hier auf dem Bild sehen.
Und was wollen wir noch? Wir wollen gefunden werden. Das ist die Twitter-Grafik von pinksheep.com, die ich abgewandelt habe. Also Twitter hat ja die Follower, wie ihr bestimmt wisst. Und ich habe es abgewandelt in She Finds Me, She Finds Me Not. Wobei wir das Ganze nicht dem Zufall überlassen wollen. Brauchen wir auch nicht, weil es gibt genug Tools, die wir benutzen können. Es heißt zwar so schön, a fool with a tool is still a fool. Das hat der Software-Pionier Grady Booch gesagt, aber trotzdem liegt es an uns, mit den ganzen Tools, die uns zur Verfügung stehen, das Optimale für unsere Website zu machen. Und teilweise sind es ganz kleine Sachen, an die wir überhaupt nicht gedacht haben, die wir uns heute hier näher anschauen wollen. Wobei ich dazu sagen muss, Suchmaschinenoptimierung, ein kurzes Wort dafür ist SEO. Die Suchmaschinenoptimierung ist eine Wissenschaft. Und wir können heute wirklich nur einen kleinen Ausschnitt davon uns anschauen, dass ihr mal ein Gefühl dafür bekommt, was bedeutet das überhaupt, was kann ich textlich machen auf der Website, um die Suchmaschinenoptimierung, um die Website suchmaschinenoptimiert zu gestalten. Es gibt hunderte Mythen, die sich um die Suchmaschinenoptimierung ranken. Ein großer Mythos davon ist, suchmaschinenoptimierte Texte liest keiner. Ja, das stimmt, wenn suchmaschinenoptimierte Texte nur für die Suchmaschine geschrieben werden. Für uns liegt es an erster Stelle, suchmaschinenoptimierte Texte, ja, zwar auch für die Suchmaschine zu schreiben, aber in erster Linie für den Menschen, für unsere Klienten, für potenzielle Klienten, um sie zu faszinieren mit einem Thema. Ich möchte jetzt eine kleine Umfrage starten mit euch. Und zwar interessiert es mich, wer von euch Google verwendet, um etwas zu suchen. Ihr habt die Möglichkeit, zwei Antworten einzugeben. Ja oder nein? Ich sehe jetzt gar nicht, ob alle schon... Elisabeth? ...geantwortet haben. Ja. Ich sehe die Umfrage nicht. Kannst du checken, okay, ob du es gelauncht hast? Ah, jetzt. Ja, du sagst es. Du sagst es. So, Moment. Genau. Wer von euch verwendet Google, um etwas zu suchen oder zu finden? Ich sehe, ihr habt auch schon geantwortet. Eine Sekunde. Ich zeige euch jetzt gleich das Ergebnis. Prozent sagen ja, 6% sagen nein. Wir kommen hier jetzt genau auf das Ergebnis, das auch viele andere Umfragen ergeben haben. Und zwar ist es so, dass tatsächlich fast 95% der Nutzer Suchmaschinen verwenden, um nach Produkten und Dienstleistungen zu suchen. Und im deutschsprachigen Raum ist es Google die Hauptsuchmaschine, fast zu 99%, die verwendet wird. Deswegen, wenn ich heute von Suchmaschinenoptimierung und von Suchmaschinen rede, dann geht es hauptsächlich um die Google-Suchmaschine, das heißt um die Google-Robots. Ich möchte das nur ganz kurz erklären. Das muss man sich so vorstellen, dass diese Google-Robots unsere Website richtig scannen. Das heißt, die schauen sich genau an, was können sie lesen, was können sie nicht lesen, was wollen sie nicht, und daran bewerten sie dann unsere Website. Ich habe jetzt die zweite Frage schon vorweggenommen, möchte da aber jetzt nochmal auch eine kleine Umfrage machen. Und zwar geht es darum, wer auf der Suchmaschine weiter klickt als auf die Seite 1. Das heißt, wer klickt weiter auf Seite 2, 3 oder sogar noch weiter? Prozent ja. 6%
Nein. Das ist schon eine sehr große Zahl. Im Grunde genommen sind es fast weniger als 5%, die Suchergebnisse außerhalb der ersten Seite beachten. Ja. Suchmaschinenoptimierte Texte, das sind Texte, die für Menschen und für Suchmaschinen geschrieben werden, bringen euch und eure Website nach vorne, denn unser Ziel ist es hauptsächlich gefunden zu werden, damit wir auch etwas davon haben. Und der Inhalt ist das Herzstück jeder Website. Ich muss das deswegen dazu sagen, es hat Ende letzten Jahres hat man schon sagen hören, dass es ein neues Google-Update geben wird, das Anfang des Jahres in den USA bereits dafür gesorgt hat, dass sehr, sehr viele sehr erfolgreiche Websites plötzlich im Ranking ganz weit nach hinten katapultiert worden sind. Und man hat gesagt, ja, in Europa wird das noch eine Weile dauern. Allerdings ist es schon im Sommer gewesen und sehr große österreichische, deutsche, Schweizer Websites sind plötzlich ganz weit hinten gewesen, die vorher irrsinnig erfolgreich und im Ranking on top waren. Was sagt jetzt dieses Google-Update, dieses neue? Es hat den Namen Panda-Update und zwar benannt nicht nach dem süßen Panda-Bären, sondern nach einem Google-Mitarbeiter. Und dieses Panda-Update sagt genau das. Es lautet nicht nur die Redewendung Content is King, sondern was jetzt durch das Panda-Update passiert ist, lautet ganz, ganz groß und stark, Good Content is King. Das heißt, der Inhalt wird immer mehr Herzstück unserer Website. Oder sollte es werden? Ich habe das jetzt noch einmal diese Zahlen veranschaulicht als Tortenstücke, nur dass ihr euch vorstellen könnt, das sind eben die knapp 95%, die Suchmaschinen verwenden, 5,3% verwenden andere Suchoptionen, gilt aber genauso auch dafür, wer Suchergebnisse auch auf Seite 2, 3 oder auf weiteren Seiten beachtet, das ist ein sehr kleiner Prozentsatz, aber immerhin. Und ich gebe es zu, ich gehe auch manchmal noch weiter über die Seite 1 hinaus, weil man manches einfach auch erst später findet. Und ich den Menschen oder diesen anderen Websites auch diese Chance geben möchte, aber nicht jeder tut das. Gut, Texten für Suchmaschinen ist fast wie Teller jonglieren. Also nicht nur, dass es wie eine Wissenschaft ist, sondern es ist wirklich sehr, sehr schwierig, weil die Google-Robots immer wieder ihre Strategie ändern und man ständig dranbleiben muss. Gewisse Dinge bleiben dann auch, aber man muss einfach immer Augen und Ohren offen halten, was jetzt relevant ist in der Suchmaschinenoptimierung. Wenn wir uns Suchmaschinenoptimierung im Textbereich anschauen, stellt sich natürlich auch die Frage, um welche Art von Texten es überhaupt geht. An erster Stelle natürlich um die Texte, die auf unserer Website stehen. In zweiter Linie auch Downloadmaterial. Viele Leute beachten das gar nicht. Also Downloadmaterial sind zum Beispiel E-Books. Ich war auf einer Veranstaltung voriges Jahr und habe als Dankeschön ein E-Book bekommen, 100 Seiten. Und ich bin schon bei den ersten Seiten ins Straucheln geraten, weil ich grammatikalisch und das war auch voller Rechtschreibfehler, ich konnte dem Text einfach nicht folgen. Es waren die Sätze falsch gebaut und ich habe diesem Unternehmen dann vorgeschlagen, ich würde das E-Book gerne lektorieren, damit es einfach lesbar wird. Und sie haben dann gemeint, dass das machen sie eh selber, sie haben Lektoren. Aber das ist wichtig, weil der Leser, wenn der, so wie ich, also ich habe mich dann gelesen bis zum Schluss, weil ich es wissen wollte, aber andere Leser klappen das oder klicken das einfach zu und sagen, es interessiert mich gar nicht, das weiterzulesen, wenn ich diesem Fluss nicht folgen kann und der Inhalt unverständlich wird. Und es wird oft nicht beachtet, dass Downloadmaterial genauso dazugehört zu Texten, die suchmaschinenoptimiert gestaltet gehören. Ebenso Online-Newsletter, die durch die Website generiert werden, die sind natürlich auch suchmaschinenoptimiert zu gestalten. Ebenso Pressetexte, nicht nur weil sie auf unserer Website stehen, sondern es gibt auch in den Weiten des Internets unzählige
Presseportale, Gratis-Presseportale, also auch so als kleiner Tipp nebenbei für euch, wo ihr Pressemeldungen draufstellen könnt. Und dafür ist es einfach wichtig, dass diese Texte Suchmaschinen optimiert sind, am besten auch mit Bildmaterial versehen, weil Online-Presseportale eine Aktualisierung haben von sekündlich wird eine neue Pressemeldung online gestellt und man darf auch nicht vergessen, 80% der Journalisten suchen auf Presseportalen. Also es ist ganz, ganz wichtig, dort auch gefunden zu werden. Und es steht zwar an letzter Stelle, gehört aber eigentlich an die erste Stelle, Social Media. Also ob das jetzt unser Facebook-Firmenaccount ist oder Twitter, die gehören auch suchmaschinenoptimiert und allen voran Blogs, weil Blogs geliebt werden von Suchmaschinen. Warum? Darauf kommen wir noch ein bisschen später zu sprechen. Was auf jeden Fall immer höher gewertet wird in der Suchmaschinenoptimierung im Textbereich ist, dass die Inhalte aktuell sind und auch die Bewertung von Webnutzern. Auch das, da werde ich euch noch ein Beispiel zeigen, das schauen wir uns sofort an. Ich habe jetzt ein Beispiel für euch mitgebracht von einem Trainer aus Salzburg, von dem ich dieses E-Book bekommen habe damals und ich habe mir auch seine Website angeschaut und habe festgestellt, dass da einiges nicht suchmaschinenoptimiert ist und wir haben da eine kleine Kooperation gemacht, deswegen ich bin froh, dass es diese Screenshots gibt, weil als sie dann meine Tipps bekommen haben, haben sie das sehr schnell geändert. Ich klicke jetzt da mal die Pfeile rein, damit ihr seht, worum es geht. Und wir schauen uns das gleich näher an. Es geht einerseits um den Browsertitel, andererseits um einen Linknamen. Der Browsertitel, wir schauen uns das jetzt gleich näher an, sieht so aus, www.simulationsmanagement.com/index.php? Ist gleich 22. Für Suchmaschinen ist das ein absolutes No-Go. Suchmaschinen interessieren sich nicht für irgendwelche, für einen Index, für eine Zahl. Es wird die Seite damit nicht spezifiziert. Die Suchmaschine kann damit absolut nichts anfangen. Also die Suchmaschinen können jetzt einen Text nicht lesen. Die können jetzt nicht Deutsch oder englische Texte lesen, aber sie achten schon darauf, ist der Text lesbar und wo gehört der jetzt dazu? Und ich werde so einen Browsertitel, wenn ich so einen Browsertitel habe, werde ich niemals in den Suchmaschinen top gerankt sein oder gefunden werden. Dann habe ich unten einen Bereich mit einem Link. Linkname ist mehr. Ja, ich weiß jetzt als User nicht genau, was unter mehr gemeint ist. Das kann irgendwas sein. Ich kann als User das Interesse verlieren und woanders hinklicken, weil mich mehr eigentlich nicht interessiert. Manchmal steht als Linkname auch hier oder nähere Informationen, aber ich weiß eigentlich nicht, was damit gemeint ist. Keine Sorge, wir werden uns dann gleich ein positives Beispiel auch noch anschauen. Ich zeige jetzt nur so ein bisschen, was unter SEO-Don'ts gemeint ist, was ihr euch darunter vorstellen könnt. Ich habe mir dann weiter angeschaut, was passiert, wenn ich Bildmaterial wie diese Fotos hier herunterladen möchte. Also erstens ist mir aufgefallen, es gibt keine Bildunterschriften. Ich weiß also auch gar nicht, wer da jetzt gerade redet oder was das für eine Veranstaltung ist. Und ich versuche jetzt ein Bild runterzuladen, das zeige ich euch jetzt auch gleich. Foto-Download und der Dateiname sieht so aus, dass ich wieder irgendeine Zahlen-Buchstaben-Kombination habe, mit der Google absolut nichts anfangen kann. Also das ist auch ein No-Go für Suchmaschinenoptimierung. Google kann mit so einer Zahlenkombination absolut nichts anfangen. Ja, wir schauen uns weiter an den Facebook-Account. Das ist allerdings schon im April gewesen. Gut, das ist jetzt die Anzahl der Personen, denen die Facebook-Seite von Simulationsmanagement oder Erfolgsfit mit Bannhölzel, das gehört zusammen.
es sagt jetzt nichts aus, die Quantität der Teilnehmer oder der Personen, denen das gefällt. Aber wir schauen uns das gleich näher an. Was wir sehen ist, wenn wir weitergehen, dass eine Werbeplatzierung nach der anderen ist. Es gibt kein einziges gefällt mir. Doch eines gibt's. Das ist allerdings von der Geschäftsführerin selber, von der Frau Merkinger. Alle anderen haben überhaupt kein gefällt mir, überhaupt keine Kommentare. Das bedeutet, wir haben hier einerseits eben einseitige Werbebotschaften und es besteht keine Beziehung zu den Kontakten, kein Dialog. Es ist absolut einseitig, da ist von der Seite Simulationsmanagement, kommt gar nichts. Deswegen möchte ich jetzt kurz zusammenfassen, was die schwerwiegendsten Fehler beim Texten für das Web sind. Und auch da kann ich nur eine Kurzzusammenfassung machen und ein bisschen was dazu erzählen. Einerseits doppelter Content. Doppelter Content bedeutet, wenn ich zum Beispiel einen Online-Shop habe und vom Hersteller ein Modul bekomme, dann hat jeder, der diesen Online-Shop hat, dieselben Texte. Wenn ich Texte von woanders kopiere, von einer anderen Website, dann habe ich auch schon wieder doppelten Content. Kann auch innerhalb meiner eigenen Website passieren, sollte aber nicht passieren, weil doppelter Content von Google rausgekickt wird. Zweitens, Texten für Suchmaschinen. Also wenn ich rein für Suchmaschinen texte, so wie am Anfang schon gesagt, dann ist es einfach sehr maschinell. Man spürt das, man als Leser, als User merkt man das, dass Texte nur für Suchmaschinen geschrieben sind. Zu hohe Keyword-Dichte kann genauso ein Problem sein, betrifft eben auch, wenn Leute glauben, sie müssen jetzt für die Suchmaschine texten und sie müssen eine Keyword-Dichte von 10% drinnen haben, dann sind Texte absolut nicht mehr zu lesen und es macht einfach keinen Spaß und man klickt sich wieder raus. Große und unstrukturierte Textmengen, es ist einfach, man darf nicht vergessen, dass Texten für das Web ganz andere Regeln hat als Texten für Print und ich kann hier nicht in einer Wurst runterschreiben, die Texte, unstrukturierte Textmengen straft Google auch ab. Rechtschreib- und Grammatikfehler, wie schon erwähnt, bei besagtem E-Book, also es kommt wirklich darauf an, dass man darauf achtet, nicht schlampig, sondern sorgfältig zu schreiben und wirklich darauf achtet, keine Fehler zu machen. Wenn es notwendig ist, kann man sich auch jemanden hinzunehmen, der lektoriert die Texte, damit man sicher gehen kann. Kein Text, nur Grafiken und Bilder. Also was zum Beispiel auch immer wieder passiert, ist, dass es Schmuckschriften gibt, die auf der Website als Bild, als JPEG, also die nur als JPEG dargestellt werden können. Und Google kann Bilder nicht lesen. Google braucht Text. Das heißt, wenn ich jetzt nur Grafiken und Bilder habe, dann kann Google damit auch gar nichts anfangen. Und so wie wir vorhin gesehen haben im Beispiel, wenn Social Media als Einbahnstraße verstanden wird und wirklich nur als Werbeplattform, dann bringt das in Google auch gar nichts. Was noch hinzukommt, ist Linktexte, wie wir vorhin gesehen haben, die nicht sagen, wohin sie führen, wie etwa hier oder mehr. Wenn der Inhalt nicht aktuell ist oder früher hat es zum Beispiel Tricks gegeben, wie dass man Texte unsichtbar machen konnte, indem man die Schrift weiß gemacht hat und das hat dann der User nicht gesehen, aber ich habe auf diesem weißen Text eben die ganzen Keywords, die ich haben wollte, stehen gehabt. Google bemerkt sowas und bestraft auch solche Websites mittlerweile sehr streng, indem er sie aus dem Ranking rausschmeißt oder ganz weit hinten platziert. Eure Website ist euer virtuelles Schaufenster und wenn ihr euch vorstellt, ihr steht oder der potenzielle Kunde steht vor eurer Website oder sitzt vor dem PC, schaut sich eure Website an, dann ist die Frage, wie lang bleibt er vor dem Bildschirm? Klickt er weiter? Das bedeutet, geht er rein in euer Geschäft und schaut er sich dort länger um? Kauft er vielleicht sogar etwas? Das ist alles davon abhängig, welchen Content, das heißt, welchen Inhalt ihr bietet. Und der sollte
unique sein, unique im Sinne von einzigartig, denn damit ist er mehr wert und das ist auch euer Mehrwert. Das heißt, den Mehrwert, den ihr einzubringen habt, ihr habt das sicher auch bei der Shelia schon gelesen oder vielleicht sogar mehrfach gehört, dass jeder von uns ein Spezialgebiet hat im Training, im Coaching und da jetzt auch von seinen Erfahrungen partizipieren kann, sich inspirieren lassen kann und einen ganz einzigartigen Inhalt bieten kann. Bei der Suchmaschinenoptimierung zählt tatsächlich jedes einzelne Wort. Es bringt nichts, in einen Text, in jedem Absatz mein Keyword hineinzubringen, sondern es geht darum, sich anzuschauen, welches Keyword ist für mich überhaupt passend, was gehört zu mir. Und da gibt es ein paar Tools, die für euch hilfreich sein können. Das eine ist Google AdWords Keyword Tool. Wenn ihr das googelt, findet ihr das ganz leicht. Oder Google Insights for Search. Und ich sage euch jetzt ganz kurz, was ihr mit diesen Tools machen könnt. Ich habe hier jetzt als Beispiel zum Beispiel zum Textbereich, ich nehme jetzt nur das erste heraus, die Texterin und ganz zum Schluss den Texter. Ihr seht dann erstens mal, wie groß der Mitbewerb ist. An der zweiten Spalte, Sekunde, ich zeige euch das gleich. Okay, ich glaube, den Spotlight sieht man jetzt nicht. Ich nehme einfach den Highlighter. Also den Mitbewerb seht ihr hier in diesem Bereich. Der ist bei der Texterin nicht besonders groß. Unten beim Texter ist das Feld voll ausgefüllt. Da ist der Mitbewerb sehr groß. Warum? Weil die Texterin nur im deutschsprachigen Bereich verwendet wird, der Texter aber auf der ganzen Welt fast. Wir haben dann auch die monatliche globale Suchanfrage und die monatliche lokale Suchanfrage. Und auch da seht ihr, ist ein Riesenunterschied zwischen der Texterin und dem Texter, sowohl global als auch lokal. Das bedeutet, was nehme ich jetzt als Keyword für meinen Text, die Texterin oder den Texter? Möchte ich mich der Konkurrenz stellen? Oder möchte ich mich lieber auf ein Keyword setzen, das nicht so einen großen Mitbewerb hat? Ich kann euch nur als Tipp mitgeben, nehmt beide Worte. Einfach deswegen, weil der Texter, jetzt nur als Beispiel, ihr seht das dann, wenn ihr eigene Keywords eingibt, was für euch relevant ist, der Texter hat einfach ist es ein Wort, das sehr, sehr viel eingegeben wird. Das heißt, da besteht die Möglichkeit, gefunden zu werden, wesentlich mehr und auch viel Traffic zu bekommen. Bei der Texterin ist die Chance weniger groß, aber es ist trotzdem eine Chance. Ich möchte euch jetzt ein Beispiel zeigen. Es ist zwar überhaupt nicht aus dem Trainingsberater- oder Coaching-Bereich, sondern hat mit Schokolade zu tun. Das ist jetzt um diese Uhrzeit wahrscheinlich auch schon ein kleines Betthupferl. Die Schokothek Österreich, da möchte ich euch ein Vorzeigebeispiel zeigen. Und zwar deswegen, weil ich den Geschäftsführer beim E-Day der Wirtschaftskammer Österreich persönlich kennengelernt habe auf einer Podiumsdiskussion. Und er war sehr natürlich, sehr authentisch und hat uns erzählt, wie er mit Facebook und mit seiner Website umgeht. Und ich war fasziniert. Es ist zwar jetzt keine Website, wo ich sage, das Zuckerlrosa hat mich am Anfang ein bisschen abgeschreckt, aber ich habe wahnsinnig viel gelernt dadurch, weil wir sehen, ich blende jetzt den unteren Bereich ein, den vergrößere ich ein bisschen. Er hat zwar nicht sehr viel Text drauf, die Website ist auch rein statisch, aber es ist einfach ein gutes Beispiel eben für eine rein statische Website. Weil gerade im Coaching- oder Trainingsbereich kann es vorkommen, dass nicht sehr viel Text aktualisiert wird. Da haben wir unten einen Text, wo er Links drinnen hat, zarteste Schokolade, kreativste Geschenke und Top-Angebote hat er als Links drinnen und diese Links, das heißt, wenn ich jetzt Top-Angebote sehen möchte, klicke ich hinein und bin dann genau dort, wo ich sein möchte. Das heißt, ich habe einen Link, der gleich eine Bezeichnung hat und weiß, wo mich dieser Link hinführt.
Und entweder ich klicke rein oder nicht, aber ich bin nicht gelangweilt und bleibe einfach dran. Das hat er schon sehr gut gelöst. Da. Text mit Inhalt links. Genau. Jetzt sind wir auf der nächsten Seite. Da habe ich es auch probiert mit einem Bild-Download, weil ich es genau wissen wollte. Erstens mal den Browsertitel haben wir uns wieder näher angeschaut und der ist chocothek.at/Produkte. Er hat zwar nicht viele Seiten, es wird in der Suchmaschinenoptimierung immer wieder empfohlen, möglichst viele Seiten zu haben, weil dann die Wahrscheinlichkeit, wir haben ja dadurch dann auch viel Text und die Wahrscheinlichkeit gefunden zu werden ist höher, je mehr Seiten wir haben. Aber er hat es sehr gut gelöst, indem er einfach hier, ich tue das wieder mit einem Highlighter markieren, er hat es einfach mit einem Keyword gleich ausgestattet. Das heißt, Google liebt das und findet das sehr, sehr gut, weil es genau weiß, worum es hier geht. Dann habe ich versucht, ein Bild herunterzuladen. Und ich zeige euch das jetzt auch gleich vergrößert. Das ist dieses Bild hier von dem Schokoladebären, der das Maskottchen der Schokothek ist. Und ich zeige euch jetzt auch gleich den Namen der Datei. Der Dateiname ist Pralino. Das heißt, dieses Maskottchen ist der Pralino. Wir haben hier nicht mehr eine Zahlenkombination, so wie vorhin, sondern wir können die Bilder, die wir auf unsere Website hinaufladen, wir können den Dateinamen selber wählen. Und damit erhöhen wir die Chance, gefunden zu werden, auch in der Google-Bildersuche, die nicht zu unterschätzen ist. Google kann zwar Bilder und Grafiken nicht erkennen, aber dadurch, dass das Bild mit einem Dateinamen oder vielleicht sogar mit einer Bildunterschrift unterlegt ist, da haben wir Text und das ist es, was Google mag. Wir schauen jetzt zur nächsten Seite der Schokothek. Es schaut zwar aus wie eine Facebook-Seite, aber ist ein Teil der Produktseite, wo ihr sehen könnt, was wirklich toll ist. Er hat hier die Möglichkeit eingebaut, eine Bewertung zu machen und eine Kommentarfunktion. Und zwar habe ich hier außerdem zusätzlich die Möglichkeit zu sagen, ich möchte, dass das auf Facebook veröffentlicht wird oder nicht. Ich kann das Hackerl rausnehmen. Das Verhängnisvolle ist nur, dass das Hackerl immer drin ist. Man darf nicht vergessen, es rauszunehmen, wenn man nicht möchte, dass es veröffentlicht wird. Und ich habe die Möglichkeit, hier meinen Text reinzuschreiben und zu kommentieren. Das Ganze erscheint dann sowohl auf der Website als auch auf Facebook, wenn ich möchte, dass es auf Facebook veröffentlicht wird. Das heißt, so kann ich eine statische Website nutzen, indem ich Bewertungsmöglichkeiten und Kommentarfunktionen, diese Tools von Facebook mit einbaue. Und jetzt versteht ihr vielleicht auch, warum ich Social Media oder warum Suchmaschinen Social Media so sehr lieben, weil es genau um diese Bewertungen geht. Es hat Ende 2009 eine Marketingkonferenz in Chicago gegeben. Das klingt jetzt für uns wahnsinnig lang schon her, weil es ist 2 Jahre her. Aber es dauert alles ein bisschen länger, bis es zu uns nach Europa kommt. Und da hat sich herausgestellt, dass die User sich davon leiten lassen, was ihnen ihre Freunde bei Facebook empfehlen. Das bedeutet, dass Facebook und sämtliche Social Media Kanäle ein riesiges Werbepotenzial für uns auch im Coaching- und Trainingsbereich bedeuten. Der offizielle Google-Blog hat verkündet, dass unsere Freunde, unsere Fans uns in die Top-Suchtreffer bringen. Und zwar einfach deswegen, weil die Bewertung wichtig ist und weil die Bewertung, das verbreitet sich dann, wir haben die Möglichkeit auf Facebook das, was uns gefällt, zu teilen und damit auch den Link unserer Website zu verteilen, also einfach zu vervielfachen und unter die Menschen zu bringen. Ich habe jetzt eine Frage an euch und zwar möchte ich gerne wissen, wer von euch einen Facebook-Account hat. Ihr habt die Möglichkeit anzuklicken, ob privat, Firmenseite oder kein Facebook-Account. Okay, wir sind noch, die Umfrage ist noch am Laufen. Ein paar Stimmen fehlen noch.
Seht ihr jetzt schon das Ergebnis? Nein, jetzt. Also einen privaten Facebook-Account haben sehr viele von euch, sogar eine Firmenseite. Es gibt aber immer noch Personen, die keinen Facebook-Account haben, was auch legitim ist. Ich möchte nur noch ein bisschen mehr auch auf die ganzen Vorteile eingehen. Ich weiß, die Betreuung von Social Media ist auch relativ zeitaufwendig, aber es bringt wahnsinnig viel und ich kann euch das dann auch erzählen, was es bei mir gebracht hat. Ja, die Ergebnisse der Marketingkonferenz, die haben wir schon besprochen. Das heißt, wichtig ist es für uns, ein Netzwerk aufzubauen und sich Freunde oder Fans zu suchen. Da hat sich ein Freudscher eingeschlichen, nämlich Freude. Es soll natürlich auch Freude machen. Also wenn wir einen Facebook-Account oder einen Blog betreiben, es soll Freude machen. Ich habe mal die Frage bekommen, ja, was mache ich, wenn ich mich mit Facebook nicht auskenne und wenn ich das gar nicht gern mache, dann sage ich eigentlich von vornherein, dann ist es besser, du machst es, weil es soll unbedingt Freude machen. Und auch hier, es kommt nicht darauf an, wie viele Fans ich habe, sondern es kommt darauf an, welche Inhalte ich poste, ob die für meine Zielgruppe relevant sind. Es nutzt mir gar nichts, wenn ich 800.000 Kontakte habe, deren Sprache ich nicht spreche. Diese Kontakte bringen mir wirklich absolut nichts. Wir haben hier jetzt den Facebook-Account der Schokothek und hier könnt ihr schon sehen, die Schokothek macht Gewinnspiele, es gibt hier Aktivität, Dialog, Austausch, Kommentare und der Geschäftsführer der Schokothek selber hat gesagt, er nimmt sich jeden Tag eine halbe Stunde Zeit, um im Facebook-Account selber etwas zu aktualisieren, um auf Kommentare zu antworten. Also er sieht zum Beispiel hier, er ist das, er steht auch dazu, dass er das ist und er kommuniziert einfach mit, es gibt hier einen richtigen Dialog und eine wirklich schöne Bewegung, die sich dann auch wieder darin niederschlägt, dass die Fans einfach sehen, dass sie gewertschätzt werden, dass sie Anerkennung bekommen und dass sie wichtig sind, auch für den Facebook-Account und für die Schokothek. Ich habe jetzt leider nur Zahlen aus einer österreichischen Studie der Wirtschaftskammer Österreich, die besagt, dass mittlerweile 77% der österreichischen Betriebe Social Media nutzen. Ein Drittel gibt an, dass Social Media für sie positive Effekte hat. Ein Viertel sagt, dass sie Social Media nutzen zur Imagepflege, zur Neukundengewinnung, aber auch zur Kundenbindung. Und immerhin ein Fünftel gibt an, dass sie täglich auf Social Media unterwegs sind und ihre Beiträge aktualisieren. Das sind Zahlen, die Social Media für Betriebe, für Unternehmen, für Coaches, für Trainer tatsächlich interessant machen. Die Schokothek nutzt Facebook aus folgenden Gründen: für das Unternehmensimage, für Marketingaktionen, für Transparenz dem Besucher gegenüber und für Kundenkontakte, das heißt, dem Geschäftsführer der Schokothek ist es wichtig, dass er seinen Kunden, den potenziellen Kunden, genauso wie den richtigen Kunden oder den Stammkunden, dass er diesen Menschen auch nahe ist, dass er da richtig eine Beziehung aufbaut zu seinen Fans oder Freunden. Was absolut wichtig ist, weil es nutzt, wie gesagt, nichts wie bei dem folgenden Facebook-Account, den wir gesehen haben, wo wirklich nur einseitige Werbebotschaften platziert werden. Hier kommt jetzt ganz etwas anderes. Ich möchte euch einen Blog vorstellen, weil ein Blog die einfachste Möglichkeit ist, die beste Suchmaschinenoptimierung, die es gibt, auf die Beine zu stellen. Aus welchem Grund? Ein Blog kann regelmäßig neueste Inhalte bieten. Bei einer Website ist es doch so, wie oft aktualisiere ich die Inhalte meiner Website? Wie oft aktualisiere ich die Texte? Ich habe jetzt kürzlich eine Website
zur Überarbeitung bekommen, wo ich ziemlich erschrocken bin. Die ist zuletzt 2006 aktualisiert worden. Das heißt, diese Website hat es nicht leicht, in der Suchmaschine oder in sämtlichen Suchmaschinen gefunden zu werden. Und da sind die Chancen noch relativ gering, gefunden zu werden. Ein Blog hingegen, ich muss jetzt gar nicht täglich posten, aber es gibt so eine Regel von einer amerikanischen Bloggerin, die rät zur 3-2-1-Formel und sagt, am besten wäre es für die Suchmaschinenoptimierung, 3 Tweets am Tag zu schreiben, 2 Facebook-Updates und einen Blogbeitrag. Es reicht aber auch schon, wenn wir einen Blogbeitrag in der Woche oder im Monat schreiben. Es geht einfach nur darum, dass eine regelmäßige Aktualisierung stattfindet und das geht am allerbesten mit einem Blog. Was noch ein Vorteil ist, und da komme ich dann später darauf zu sprechen, ich möchte euch, also dieses Beispiel ist eben der Saftblog der Saftkälterei Walter aus Deutschland. Diesen Blog gibt es seit 2006. Sie haben in etwa 800 Visits pro Werktag, schreiben durchschnittlich 2,5 Beiträge pro Werktag. Das hat sich aber schon reduziert. Ich muss dazu sagen, sie haben auch 3 Personen, die die einfach Beiträge schreiben. Und das ist was anderes, als wenn ich ganz allein dafür zuständig bin. Dann bin ich froh, wenn ich einen Beitrag in der Woche schaffe. Wenn es 3 sind, ist es auch toll. Das Ziel für den Saftblog ist es, für die Geschäftsführerin ist es, besser zu verkaufen und in Dialog mit dem Kunden zu treten. Das sind im Grunde genommen dieselben Ziele oder dieselben Angaben, die auch die Schokothek Österreich gemacht hat. Und der Verkauf für den Saftblog ist ganz extrem gestiegen. Also es gibt unendlich, sie haben sehr viel nicht nur im Verkauf gesteigert, sie hatten plötzlich unzählige Pressemeldungen. Das Interesse an der Kälterei ist extrem gestiegen durch diesen Blog. Und einfach dadurch, dass sie hat jetzt hier zum Beispiel nur 3 Kategorien angegeben, Obst, Saftblock und Verkauf. Das ist jetzt nicht sehr viel. Wir werden dann noch auf einen anderen Blog zu sprechen kommen und sehen, welche Möglichkeit ich hier habe, mit Keywords zu spielen. Und ich kann mit Keywords spielen. Also es ist zum Beispiel, ist beim Keyword auch immer das semantische Umfeld wichtig. Es ist nicht, dass ich auf einem Keyword sitzen bleibe und dieses Keyword 20 Mal im Text verwende, sondern dass ich zum Beispiel, ich sage jetzt mal, Hausnummer George Clooney als Keyword habe. Was gehört da alles rundherum dazu? Da gehört Kaffee dazu, da gehört Nespresso dazu, da gehört Film dazu, Regisseur, Schauspieler. Also alles, was dieses Keyword betrifft, was sein Umfeld ergibt, kann als Keyword auch verwendet werden. Was mich auch interessiert ist, und da möchte ich wieder eine Umfrage starten, wer von euch überhaupt einen Blog schreibt oder schreiben lasst. Es würde mich einfach interessieren, wer von euch einen Blog hat. Ja, okay, da gibt's, das ist sehr spannend. Ich zeige euch das sofort. Immerhin ein Viertel Blogger sind heute anwesend. Das ist an und für sich mehr als womit ich gerechnet habe, was toll ist, genial ist. Und ich möchte jetzt noch weitergehen. Und wir schauen uns jetzt noch andere Blogs an, einfach um Bloggern ein bisschen zu zeigen, was noch alles möglich ist oder ob sie das vielleicht eh schon beachten und um vielleicht Nicht-Bloggern einen Gusto zu machen, dass sie auf den Geschmack kommen. Und zwar, das ist jetzt mein eigener Blog. Ich muss dazu sagen, ich habe vor 3 Jahren begonnen zu bloggen und habe das kontinuierlich aufgebaut. Ich habe vor 2 Jahren den Blog, ich habe es für ein Ausbildungsinstitut begonnen zu schreiben, habe vor 2 Jahren den Blog dann auf meine Seite gezogen und habe mittlerweile bis zu über 3000 Besucher pro Tag. Ich habe hier jetzt einen Beitrag herausgegriffen. Ihr seht hier wieder den Browser-Titel
Und das ist das Tolle bei einem Blog, deswegen muss ich die Vorteile jetzt gleich mal voranstellen. Die Blog-Software, die es gibt, ganz gleich, ob das jetzt WordPress oder ein anderes Blog-System ist, damit könnt ihr ja auch eine Website machen. Damit habe ich schon Tools vorgegeben, die ich nutzen kann, wie zum Beispiel, dass ich diesen Browser-Titel ganz leicht mit einem Keyword schon besetzen kann. Dass ich Zwischenüberschriften machen kann. Ich kann das ganz leicht selber formatieren. Ich habe Links mit Inhalt, wie zum Beispiel Vortrag hier oder ja, Liebesgedichte oder die naturreinen ätherischen Öle. Das sind eben Links, die einen Inhalt haben und auf Seiten verlinken, auf intern, auf meine eigenen Seiten verlinken, die dann entweder die Liebesgedichte oder etwas zu den naturreinen ätherischen Ölen bringen. Das heißt, das macht Sinn, ich verlinke das gleich intern. Und das habt ihr vielleicht auch schon gehört, das ist zwar eher die technische Seite der Suchmaschinenoptimierung, dass auch Linkbuilding von großer Wichtigkeit ist, aber bei einem Blog geht das fast von ganz alleine, sowohl intern als auch extern. Denn wenn ich exzellente, einzigartige Inhalte biete, die einen Mehrwert haben, verlinken mich andere Blogs automatisch, freiwillig. Zum Beispiel die Babsi, die heute hier anwesend ist, hat mich immer wieder schon verlinkt. Auch umgekehrt, wenn mir ein Artikel gefällt, der von einem anderen relevanten Blog ist, dann verlinke ich das selbstverständlich auch gerne. Und Linkbuilding, das bedeutet ja, dass ich schauen muss, interne und externe Links zu haben und zu schauen, dass meine Website möglichst viel im Netz verbreitet wird. Und das passiert bei einem Blog auf freiwilliger und Basis und ganz automatisch. Es gibt ja viele Unternehmen, die Links um viel Geld dazu kaufen müssen. Keywords, wie schon erwähnt, zum Beispiel eben Lebensfreude-Coaching, kann ich ganz locker einfließen lassen in den Text. Kommt auch nur einmal vor, weil ich immer wieder sehr viele andere Wörter noch drinnen habe. Dann auch die Textstruktur. Ihr seht, dass die Absätze nicht sehr lang sind. Wir haben höchstens 5 Zeilen. Das heißt, dass ich den Text gut lesen kann. Und das Bild hat auch einen Dateinamen. Ich habe es damals zu meinem einjährigen Agenturjubiläum gemacht. Das ist ein Geburtstags-Chipback. Das heißt, wenn ich Geburtstag in der Bildergoogle-Suche eingebe, werde ich wahrscheinlich oder voraussichtlich auch auf dieses Bild stoßen. Also das hier haben wir bei einem Blog garantiert nicht, außer ich kopiere Texte andauernd von anderswo. Natürlich kann ich immer wieder auch Zitate oder Textstellen hineinnehmen, aber es ist einfach wichtig, immer auch einen eigenen Part drinnen zu haben. Ich habe hier einen Coaching-Kollegen aus Wien, einen Online-Coach aus Wien, den ich auch mit seinem Blog als Beispiel anführen möchte. Martin Herget mit Entfaltung ist Wachstum, von dem ich auch sehr viel gelernt habe. Oder wir voneinander gelernt haben. Er hat zum Beispiel, hier jetzt seht ihr eben Browsertitel, Wachau-Halbmarathon geschafft. Er schreibt in seinem Blog über Themen, die ihn bewegen und mit denen er auch seine Klienten oder seine potenziellen Klienten bewegen kann. Da ist es darum gegangen, er hat einen Trainingsplan erstellt für den Wachau-Halbmarathon, wie es ihm dabei ergangen ist, wie er es geschafft hat. Das hat er hier alles einfach eingefügt. Und das ist jetzt zu lesen. Wir sehen auch wieder bei der Textstruktur kurze, leicht lesbare Absätze, eine Zwischenüberschrift, die das Lesen auch erleichtert. Dann habe ich mir auch erlaubt, bei Martin einen Bilddownload zu machen, weil dann wollte ich es genau wissen. Und wie ihr sehen könnt, Marillenwind, so heißt sein Projekt, hat also auch sein Bild, einen Dateinamen und kann dadurch leicht gefunden werden. Hier sind wir jetzt nicht auf Martins Facebook-Seite, sondern ich bin in einen Artikel reingeklickt und bin runter in den Kommentarbereich gegangen. Erstens einmal seht ihr hier, welche Möglichkeit der Blog bietet, die ganzen Keywords, die in dem Text vorkommen, hier anzuführen. Und das sind alles Keywords, die können eben noch zusätzlich zu den im Text schon vorhandenen Keywords angeführt werden, die dann das
die Auffindbarkeit in Suchmaschinen leicht machen. Coaching zum Beispiel. Mentor. Training. Das hat Martin alles drinnen und das macht wirklich Sinn, diese Keywords. Und das geht eben am leichtesten mit einer Blog-Software. Im unteren Bereich sehen wir, dass Martin auf seinem Blogbeitrag auch Kommentare hat. Das heißt, es findet hier ein Dialog statt, was total wichtig ist. Es gibt sehr, sehr viele Corporate-Blogs von großen Unternehmen, wo ich immer wieder mal reinschaue und sehe, es gibt keine Kommentare und damit eigentlich auch keinen Traffic. Das heißt, wenn nicht wirklich was passiert zu jedem Blogbeitrag, dann ist er so gut wie fast nicht vorhanden im Netz. Ich brauche Traffic auf diesem Blogbeitrag, ich brauche Kommentare, ich brauche Menschen, die meine Inhalte weiter verbreiten. Das ist total wichtig. Was auch ein super Beispiel ist für suchmaschinenoptimierte Texte, da könnt ihr euch ein bisschen näher damit befassen. Ganz wurscht, was für einen Begriff ihr eingibt auf Google, seid ihr relativ auf der ersten, also eigentlich zum Großteil auf der ersten Suchmaschinenseite bereits auf Wikipedia. Der Begriff ist sicher in Wikipedia drinnen und Wikipedia ist die Top-Suchmaschinenoptimierte Seite. Warum? Wir haben auch hier wieder tolle Browsertitel. Ganz gleich, um was für einen Artikel oder Beitrag es geht. Zwischenüberschriften, super Textstruktur, leicht lesbare Absätze, dazwischen immer wieder auch Keywords eingestreut, Links, die mit Inhalt besetzt sind. Das heißt, das lieben Suchmaschinen und das ist wirklich optimal, um gut gefunden zu werden. Wenn ihr also gute Beispiele braucht für eure Web-Optimierung, für die Suchmaschinenoptimierung, dann nehmt euch am besten Wikipedia. Da könnt ihr sehr viel daraus herauslesen. Ich habe euch jetzt eine Kurzzusammenfassung gemacht von goldenen Regeln, die für suchmaschinenoptimierte Texte gelten. In erster Linie Professionalität, was ein SEO-Texter können muss, ist neben Marketing und, aber das müssen wir als Coaches oder als Trainer, als ein Personenunternehmen selbst machen. Marketing, Optimierung, Analyse. Aber was auch hinzukommt ist, und das ist unser Herzstück, dass wir die Bedürfnisse der Klienten und der potenziellen Klienten kennen, erfragen, uns in die Schuhe unserer Klienten stellen und uns überlegen, was will unser Klient lesen? Was sind die Inhalte, die er gerne lesen möchte und wo er dann auch immer wieder kommt? Unique Content, wie erwähnt, euer Inhalt, euer einzigartiger Inhalt macht euch unvergleichlich und damit auch in den Weiten des Netzes auffindbar. Keywords und Keyworddichte, also darauf zu achten, dass es nicht zu dicht wird. Man sagt, bei einem Text und Texte sollten in etwa um die 300, aber können auch mehr, Worte haben. Und da ist es gut, eine Keyworddichte zu haben von ca. 4%. Sollte aber nicht übertrieben werden, damit Google da nichts zu meckern hat. Die Textstruktur ist wichtig, einfach Zwischenüberschriften machen. Auch zu bedenken ist, dass es im Internet so ist, dass der Text, der oben steht, zuerst gelesen wird und alles, was darunter steht, etwas weiter in den Hintergrund rutscht. Das heißt, das Wichtigste oben hinschreiben und kurze Absätze, kurze Sätze, einfach es dem Leser so leicht wie möglich machen. Verlinkungen intern und extern, das ist das, was ich euch vorher erzählt habe oder auch bei meinem Blog gezeigt habe, was das bedeutet, mit eigenen Seiten zu verknüpfen, beziehungsweise auch mit themenrelevanten Seiten einen Link-Austausch zu machen und schon darauf zu achten, auch Grafiken und Bilder drin zu haben, aber dabei immer schauen, dass ich Bildunterschriften habe, dass ich einen Dateinamen habe, der Sinn macht, sodass ich in der Google-Bildersuche auch gefunden werden kann. Und das ist eben beim Bildmaterial wichtig. Und das Allerwichtigste ist, für Menschen schreiben. Inhalte, Themen besetzen, die für eure Zielgruppe relevant ist, die Herzen berührt und die Emotionen erweckt.
ihr fühlt euch in eure Klienten ein. Ihr kriegt ja mit aus eurem Erfahrungsschatz, was die Themen sind, die eure Klienten bewegen. Und darüber einfach zu schreiben, allein das macht euch schon einzigartig. Ja, das sind die Zauberworte. Schreibe kurz und sie werden es lesen. Schreibe klar und sie werden es verstehen. Schreibe bildhaft und sie werden es im Gedächtnis behalten. Ein Zitat, das vor über 100 Jahren niedergeschrieben wurde, aber auch heute noch nichts an seiner Glaubwürdigkeit und auch verloren hat und immer noch gültig ist. Und was noch hinzukommt für die Webtexte, schreibe Suchmaschinen optimiert und für Menschen und sie werden deine Stammleser und in weiterer Folge deine Kunden. Das ist jetzt mit meinen Worten der Abschluss für das heutige Webinar, wo ich einfach nur ein paar Einblicke in die Suchmaschinenoptimierung euch geben konnte. Und es muss natürlich auch ein Happy End geben, klarerweise. Ich habe hier einen Kennwort für euch vorbereitet, für einen Suchmaschinenoptimierungscheck eurer Website. Ihr bekommt einen Rabatt von 100 Euro mit dem Kennwort HEDO SEO Check, den ihr bei mir einlösen könnt, innerhalb von 30 Tagen nach dem Webinar. Habt ihr jetzt 30 Tage eben Zeit, um einen SEO-Check eurer Website machen zu können. Was ich noch anbieten kann, ist, um das Thema zu vertiefen, ich werde ab Jänner oder Februar, steht noch nicht ganz fest, ein SEO-Webinar anbieten. Wer interessiert ist, daran teilzunehmen, um das Thema heute, das wir heute angeschnitten haben, zu vertiefen, worauf es dann bei Texten wirklich ankommt, kann mir ein kurzes E-Mail schreiben an elisabeth@ornauer.at und ich werde diejenigen dann vormerken und euch informieren, wann das Ganze stattfinden wird. Ja, und es gibt auch eine Webinar-Umfrage. Anschließend daran habt ihr die Möglichkeit, an einem Skype-Group-Video-Chat mit Shelia und mit mir teilzunehmen. Wir haben jetzt bis 9:30 noch geöffnet, diesen Skype-Group-Video-Chat. Ich muss aber dazu sagen, es können nur 8 Teilnehmer noch mit daran teilnehmen. Deswegen schnell Umfrage ausfüllen. Wobei es gibt vorher noch die Möglichkeit, 10 Minuten Fragen zu stellen. Und da würde ich euch jetzt bitten, eure Fragen zu stellen, die ihr im, wo habe ich den Question-Bereich? Also die Fragen einfach jetzt zu stellen. Wenn es noch Fragen gibt. So, darf ich dazwischen klinken ein bisschen, Elisa? Ja, bitte. Ja, bitte schön, ja, herzlichen Dank also erstmal für deinen tollen Vortrag heute Abend. Also viele von euch, die heute gekommen sind, haben bestimmt Fragen an die Elisabeth. Denn denkt dran, die Elisabeth, ihr Blog bekommt circa 3000 Besucher am Tag. Das müsstet ihr erstmal schaffen. Sie hat ganz viel Kenntnisse in diesem Bereich. Also stellt eure Fragen, traut euch. Und wir gucken, ob jemand wirklich sich traut und die Hand hebt, um wirklich auf laut gestellt zu werden. Nützt die Gelegenheit. Ja, ich sehe schon eine Frage, welche Blog-Software ich empfehle. Darf ich da gleich was dazu sagen? Ja, du darfst. Und direkt danach, die Anna Niesen hat ihre Hand hochgehoben, wenn du das danach machst, ja? Okay. Ich persönlich verwende WordPress, weil es einfach eine Blog-Software ist, die ganz leicht zu benutzen ist, mit einer leichten Benutzeroberfläche, mit leichten, also auch das CMS, das Content-Management-System ist leicht zu befüllen. Es gibt sämtliche Plugins, die alle gut beschrieben sind und bewertet sind, wo man dann quasi noch einen
eine Keyword-Stichwolke einbauen kann und alles, um die Website wirklich gut zu optimieren. Ich habe auch meine gesamte Website über WordPress aufgebaut und den Blog zusätzlich noch integriert. Das kann man mit dieser Software alleine, ja. Also es ist so, dass es WordPress hat, es gibt zwei Möglichkeiten. Es gibt die Möglichkeit, einen öffentlichen Blog zu haben. Der hat dann auch die, den Domainnamen www.wordpress.com und dann kann man erst eben den Namen für den Blog aufsetzen. Bei mir ist es so, dass ich den Blog auf meine Seite gezogen habe. Das hat auch ein bisschen was gekostet, jetzt nicht sehr viel. Ich habe auch einen Programmierer dafür gebraucht. Aber an und für sich ist mit der öffentlichen WordPress-Software braucht man niemanden. Da gibt es auch Layouts, die man sich aussuchen kann, wo man ausprobieren kann, welches Design passt gut zu mir, was brauche ich, hätte ich gerne zwei Spalten oder drei Spalten. Also es ist ein ganz breites Feld und es gibt einfach ganz viele Möglichkeiten und es ist fast kinderleicht, würde ich sagen. Und vor allem macht es unglaublich viel Spaß, wenn man Spaß auch daran hat, ein bisschen mit Grafik zu spielen und sich seinen Blog zurechtzuzimmern sozusagen. Du hast gesagt, da hat jemand die Hand gehoben. Wie mache ich das jetzt? Genau. Die Anne, genau, du kannst die einfach mal auf laut stellen, damit sie reden kann. Hallo Anne. Anne? Hallo Anne, kannst du mich hören? Warte mal kurz. Anne, hallo. Hallo Elisabeth, ich habe den Fragebereich nicht finden können und frage das eben gerne so. Teilen hast du das schon beantwortet. Die Frage ist, ist es aus irgendeinem Grund besser, den Blog über die Webseite laufen zu lassen oder wäre das völlig okay, das getrennt Also ich kann es, man kann es selbstverständlich auch getrennt laufen lassen, wobei es da sicher wichtig wäre, Blog und Website immer wieder miteinander zu verlinken, dass ich zum Beispiel, wenn ich einen Blogbeitrag habe, dann einen Artikel schreibe und zu einem Angebot zum Beispiel das auf meine Website verlinkt. Oder umgekehrt, dass ich auf der Website auf jeden Fall auch zum Blog verlinke. Das würde ich auf jeden Fall empfehlen, ansonsten kann man es natürlich auch getrennt machen. Okay, danke schön. Gerne, gerne. Okay, ich sehe hier noch eine Frage. Gibt es Literatur zum Thema Text? Ja, dann müsste ich mich wieder muten. Okay, alles klar. Anne, tschüss. Ja, das hat die Shelley gemacht, tausend Dank. Gibt es Literatur zum Thema Texten in Social Media? Also nicht so viel ich weiß. Ich habe selber im Netz schon sehr viel gesucht zum Thema Literatur. Möglicherweise gibt es Blogs, die auf dieses Thema hinweisen. Ansonsten bin ich jetzt nicht direkt. Oh ja, ich denke, man könnte es in Google eingeben und schauen, was es dazu gibt. Literatur kenne ich jetzt, Bücher keine. Ja. Ja, und Elisabeth, dazu könnte man auch sagen, also die letzten paar Wochen auf dem Coaching Works Blog gibt es genau zu diesen Themen viele Artikel, die unsere virtuelle Assistentin Stephanie geschrieben hat. Also da gibt es ein WordPress, zwei Artikel darüber, da gibt es Plugin-Empfehlungen dazu, verschiedenes zu Social Media. Also wer dort schauen will, der Link ist www.coachingworks.de. Ich sehe gerade, Heiko hat mir eine Frage eingespielt von Jutta. Funktioniert SEO auch via Xing? Also wir haben, natürlich ist Xing eine Art Micro-Blogging-System, genauso wie Twitter auch. Das heißt, ich habe dort nicht sehr viel Möglichkeit, Text reinzustellen, außer ich schreibe Beiträge in einer Gruppe. Aber selbstverständlich funktioniert SEO dann auch dort. Und es sollten die Texte auch auf Xing gut lesbar sein, gut strukturiert sein. Im Grunde genommen gelten dann genau dieselben Regeln quasi wie für das SEO-Texten an sich. Ja, ich hoffe, die Frage ist damit beantwortet. Beatrice hat noch gefragt, ob die Software
WordPress kostenlos ist. Ja, ist sie. Aber ich habe schon gesehen, Heiko hat schon geantwortet. Also ist kostenlos, außer wenn ich eben, wenn ich, wie soll ich sagen, die Seite integriere in meine Website, dann kostet das ein bisschen was, aber einfach meinen Programmierer, den ich einfach damit auch, der das Layout anpasst und so weiter. Aber für sich ist es kostenlos. Ja, Heiko Super hat schon auch die Website geschrieben, www.wordpress.com oder .org, das weiß ich jetzt gar nicht, die auch deutschsprachig einfach Schritt für Schritt, Step by Step sagen, wie es funktioniert, sich so einen Blog anzulegen. Noch eine Frage, super, Beatrice, ja, glauben, ich glaube, dass sich Coaching-Klientinnen gerne outen als Fan. Müssen sie nicht unbedingt, ja. Es geht auch, also ich habe Coaching-Klienten, die auf meinem Blog dann mit einem anderen Namen, sie müssen ja nicht ihren richtigen Namen angeben, das verlange ich auch gar nicht von ihnen, die dann einfach unter einem Fantasienamen oder einem Synonym schreiben, irgendeinem Nickname, das ist genauso legitim. Abgesehen davon müssen meine Coaching-Klientinnen jetzt nicht unbedingt, ich verlange nicht von ihnen, dass sie bei mir kommentieren am Blog. Wenn sie das wollen, dann können sie das auch eben tun mit einem Nickname. Okay, also darf ich wieder einklinken, Elisabeth, weil die Zeit uns davon rennt. Ja. Also wir werden uns für diejenigen, die das schon kennen, nach diesem Webinar noch in Skype für ein Group Video Chat treffen. Wenn ihr wisst, wie das geht, dann geht dort einfach mal so langsam dahin. Wir werden bis circa 15 Minuten dort sein noch nach dem Webinar oder 20, je nachdem, wie es verläuft. Ihr könntet Elisabeth weitere Fragen stellen. Für diejenigen, die das noch nie da gemacht haben und nicht wissen, wie das geht, füllt einfach erstmal die Umfrage auf unter diese Adresse https://www.surveymonkey.com/s/hedo8. Dort werdet ihr nicht nur eure Meinung zu diesem heutigen Webinar abgeben können, sondern auf der Danke-Seite ist eine ausführliche Anleitung dafür, wie ihr in den Skype-Group-Video-Chat kommt für die ersten 8 von euch. Und ansonsten möchte ich einfach ganz, ganz lieben herzlichen Dank an Elisabeth sagen für den wirklich das tolle Webinar-Abend. Ich habe dazu sehr viel gelernt. Und wir alle sehen uns wieder, wer kommen möchte, am 10. November. Dort wird es auch eine Gastsprecherin geben aus Großbritannien für eine neue Coaching-Methode, beziehungsweise es geht um Workshops. Für Trainer also ganz besonders interessant, aber sicher für euch Coaches und Berater auch. Mehr dazu wird es in den üblichen Infostrecke geben demnächst. Und außerdem, was ihr wissen solltet, ist demnächst gehen die Strategiesitzungen wieder los für neue VIP-Tage zu anderen Themen. Dazu wird auch demnächst Informationen geben. Und nicht vergessen, Elisabeths Angebot zum Ende. Also wer einen SEO-Check haben möchte, reduziert auf 250 Euro, schreibt eine E-Mail an elisabeth@elisabeth.ornauer.at mit dem Kennwort Hedo SEO-Check. Ich bedanke mich recht herzlich und wir sehen uns hoffentlich sehr bald wieder. Und nochmal Dankeschön, Elisabeth. Danke euch auch. Danke, Finja. Bis gleich im Skype-Group-Chat. Tschüss.